Warum hat Moji keine Maske auf? Der denkt, du bist ich. Ja. Chat, stellt euch mal vor, Danke. er ist Moji, ich bin gerade Vollstrecker, wir verstellen einfach die Stimmen gerade. Ah nee, ihr kennt ja sein Gesicht, das macht gar keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Nee. Ja. Bekommst du seine Haare? Willst du meine Haare haben? Nee. Ja, ich habe ja nicht mehr viele auf dem Kopf. Ich könnte dir was schenken. Willst du den Member-Hoodie haben? Ja, gerne. Ich habe den aber nur in M da. Okay. Willst du den mal anprobieren? Klar, gerne. Was trägst du normalerweise? S S. und XS. Du kannst gerne einfach irgendwie rübergehen oder ins Bad Im oder ins Haus. Schlafzimmer oder dann kannst du dich umziehen. Und? Passt. Oha! Ja, ein bisschen zu groß vielleicht, ja, aber sieht gut aus. Wie sieht er aus, Chat? Der ist ein bisschen zu groß, ja. Es ist M, normalerweise trägst du S S und oder XS, XS. ja. Ja, sieht trotzdem schön aus. Man muss aber auch wirklich einfach sagen, wo ist er jetzt hingegangen? Ach so, du kannst den aber anlassen, ich schenke dir den, gell? Okay, danke. Muss aber auch wirklich sagen, der Vollstrecker ist auch einfach ein sympathischer Chat, oder? Drei im Chat, wer sagt Vollstrecker von Grund auf ein sympathisches Kerlchen? Du bist einfach wirklich, du hast so ein reines Herz. Ja. Das merkt man irgendwie bei dir. Ja. Oder Chat? Der hat so ein reines Herz, der Bruder. Er hört nicht auf zu grinsen. Versuch mal nicht zu grinsen. Ja, jetzt sieht es aber ganz schön ernst aus. Ja. Komm ruhig ein bisschen näher, rutsch ein bisschen mehr in die Kamera rein. Versuch mal böse zu schauen. Richtig böse. Kann nicht böse schauen. Mir klappt es nicht so. Er ist noch ein bisschen schüchtern. Ja, aber Ja. Chat, guck mal, das ist ja ganz normal, dass ihr müsst überlegen, er ist 16. So, ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid, Chat, aber du bist 16. Ja. So. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich mit 16 und man kann ja sagen, dass du meine Videos magst oder mich Ja. verfolgst so ein bisschen länger. Stellt euch mal vor, ihr mit 16 lernt einen YouTuber kennen, den ihr krass feiert. War das übertrieben? Ja. Nee, überhaupt nicht. Also Nein, echt. er guckt ja meine Videos und so und dann trifft ihr den und dann nimmt ihr euch mit und streamt mit euch zusammen. Live vor irgendwie 1000, 2000, 3000 Leuten oder keine Ahnung, wie viele gerade zuschauen. Ist ja ganz normal, Digga, dass man da ein bisschen aufgeregt ist. Aber du machst es echt gut, muss ich sagen. Danke. Ja. Das Herz vom Vollstrecker ist genauso rein wie meins. Harald, Schnauze.